Ich würde gern noch mal hoch. Aber wenn wir schon mal hier rumhängen, nehmen wir den Spaß hier auch noch gleich mit. Und den Spaß hier. Okay. Und dann würde ich noch mal da hochgehen. Wenn wir den da eigentlich mitnehmen können. Und den da können wir eigentlich mitnehmen. Und den da. Den da. Das ist ja jetzt einfach nur ein Aufstieg. Das muss ja jetzt nicht sexy aussehen. Zack und zack. Und den dann noch. Und dann gehen wir wieder hier hoch. Und dann schauen wir mal, wo wir sonst noch Ressourcen rumfahren haben. Ich glaube, die habe ich fast alle weg. Die Kohle hier habe ich noch. Dann muss ich da noch rüber und da noch. Und den da. Und den da. Und dann würde ich immer sagen, 4, zack. Und den da. Den da, den da und den da. Okay, und hier sehe ich, ah, doch, euch sehe ich gerade. Als ob ich es gewusst hätte. Kohle kann man ja immer gebrauchen. Vor allem, das wird nachher echt schwierig, wenn ich dann die Kohle ausgebeutet habe. Ich meine, ich glaube nicht, dass es das geht, aber. Hey, Kohle sollte ja echt viel vorkommen. Aber. Nehmen wir mal an. Wäre eigentlich mal eine interessante Frage, ob es in meinem Test regenerative Energiequellen gäbe. Ich meine, okay, Lava. Aber kann ich Lava mit dem Ofen benutzen? Kann ich einen Lavaofen machen? So. Und bevor wir jetzt da ewig weitermachen, machen wir jetzt hier erstmal eine Fackel an die Wand. So war das, genau. Und dann würde ich eigentlich sagen, kümmern wir uns darum, dass der Schotter hier verschwindet. So, und da würde ich wirklich einfach wie üblich von oben nach unten mich arbeiten, weil ich hier jetzt halt wirklich wieder Ressourcen an der Wand entdecke, vermute. Wie zum Beispiel da hinten. So. So. Habe ich schon mal so gesagt? Wenn nicht, dann sollte ich das mal wieder machen. So, dann machen wir hier noch die Steine weg. Und so, dann machen wir hier die Steine weg. Und so, dann schalten wir hier wieder auf die Schaufel. Und so sollten wir hier mal eine Fackel hinpflanzen. Genau. Und dann gehen wir hier so wieder auf die Schaufel. Und dann sowieso. Bäm. Okay. Einen tiefer, einen tiefer. Weg mit dir, weg mit dir. Da unten sehe ich schon wieder lecker Steinchen. Da sehe ich schon wieder Kohle. Wenn wir gerade eh keine Schaufel mehr haben, würde ich hier nochmal eine Fackel hin tun. Dann würde ich hier sagen, komm schon Schaufel. Da kommt wieder Spitzhacke. Und dann können wir hier weiter schaufeln. So. Hallo. Gut. Jo, also wie gesagt, das ist jetzt halt Ressourcensammelei.
Nichts Besonderes eigentlich. Blubsen halt. Bäm, bäm. Bäm, die Däm, die Däm. Cheerio. So, ja. Gut. Wenn wir dann schon mal gerade hier rumhängen, nehmen wir dich noch mit. Okay. Da wollte ich jetzt nicht unbedingt reinfallen. Dann würde ich halt hier sagen, jo. Machen wir hier weiter. 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 So, Dilly. Jo, was soll ich jetzt erzählen? Also im Prinzip arbeite ich jetzt einfach die Steinchen ab. Das seht ihr ja selber. So, und was ist denn der Plan von dem ganzen Scheiß? Ich weiß es nicht. Also was ich mit dem ganzen Schotter machen soll, weiß ich eigentlich überhaupt nicht. Schotter ist halt so typische Wege irgendwie. Könnte man natürlich auch mit nasser Erde machen. So als Trampelpfad mäßig. So, hey. Wie wär's mit einer Fackel? Nicht lange Fackeln. Haha. Witzig. So, geht's hier rein, geht's darüber. Düse ich da rein. Mache ich hier noch einen runter. Gehe ich da hin. Gibt's hier schon wieder Kohle. Dann machen wir hier noch eine Fackel hin. Machen wir hier vielleicht den Boden noch weg. So. Kann man hier noch den Dinger wegmachen und den noch wegmachen. Und dann sind wir eigentlich auch schon wieder glücklich. Okay. Da oben sehe ich gerade nichts. Wunderbar, dann können wir wieder auf die Schaufel gehen. Und das ist wieder zum offenen Zugang. Zum offenen Vollzug quasi. Haha. Okay. Sage mal. Gerade gehen die Materialien aber echt gut ab. So. Nichtsdestotrotz haben wir jetzt wieder ordentlich Schotter eingesammelt. Da können wir jetzt echt mal wieder gucken, ob wir unsere Kiste ein bisschen beladen. So, und der Plan wäre dann halt quasi, dass wir dann halt eigentlich so Höhlen... Dankeschön. Wie gesagt, dass die keinen Loot droppen, finde ich inzwischen auch so ein bisschen ätzend. Aber es ist halt so. So, dann würde ich mal zu meiner Kiste gehen. Kiste. Und die vielleicht mal wieder ein bisschen befüllen. Zack, 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 zack. Zack, 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 zack. Autsch. Boah, das war aua jetzt gerade. Upsale, jetzt habe ich ein bisschen zu viel Brot gegessen. Aber es macht ja nichts, dafür haben wir dann, was auch immer. So, ich würde ganz gern zu meiner Kiste gehen. Vielleicht sollte ich da eine Fackel hinbauen. In der Hoffnung, dass dann weniger Monster spawnen. Dann wäre das hier aber genauso der Fall. So. Ja, und dann würde ich die ganzen 99er-Dinger da mal wieder hin reinhauen, wie zum Beispiel auch die Erde. Und ansonsten, ja, die Kohle zum Beispiel, vielleicht auch. So, können wir den Schotter vielleicht mal ein bisschen sortieren, aber nur ganz wenig. Boah, diese Shards, es gibt ja nur einen Miesblock, ne? Wenn es 9 sind übrigens erst. Ja, gut. Ansonsten können wir mal den Ofen wieder ein bisschen bemühen. Bam, da schmeißen wir die Kohle rein, dann schmeißen wir den
das Kupfer rein. Dann würde ich ganz gerne den Schotter ein bisschen wegsortieren. Dann würde ich gerne die Steine da wieder hochtun. Und dann warten wir, bis das Kupfer weg ist. Und dann hauen wir das Eisen rein. Wir müssen ja keine Energie verschwenden. So, und dann darf das weitermachen und dann gehen wir hier wieder hoch. Den Rest des Schotters abarbeiten. Warum auch immer wir das von oben machen wollen. Also ich will es halt von oben machen. Kein besonderer Grund eigentlich. Okay, da hinten sehe ich auch schon wieder Zeug. Da muss ich wahrscheinlich dadurch. Also da habe ich auch schon wieder Ideen, wie ich darüber komme. So. Ich mag da einfach diese Flatulenzgeräusche nicht. Von diesen Steinen, wenn sie nach unten fallen. Also was heißt nicht mögen, das ist mir eigentlich egal, aber ich bilde mir ein, dass es dann länger dauert, wenn diese Steine runterfallen und ich erstmal diesen Runterfall abwarten muss. Es liegt natürlich auch mit ein bisschen an der Schaufel, dass meine Schaufel halt so rotze ist. Du bist hier mir gerade ein bisschen zu dunkel. Und du hier. So. Und ich könnte mir dann bald mal wieder eine Spitzhacke bauen. Eine Schaufel wahrscheinlich dann auch. So. Habe ich schon so gesagt? So, so, so. So, gut. Dann würde es da ja wieder hochgehen. Das machen wir vielleicht auch sogar. Wenn wir eine Spitzhacke haben. So. Und dann geht's ja jetzt darüber, ne? Da ist ja das Loch, genau. Vielleicht bleibe ich auch an dem Rand hier. Das heißt, ich arbeite mal hier hoch. Wie gesagt, wir sind hier ja jetzt gerade nicht dabei, irgendwelche besonders tollen Burgen oder sowas zu bauen oder Höhlenfestungen. Auch wenn es da unten so ein bisschen danach aussah. Wir versuchen vielmehr einfach nur die Ressourcen aus der Wand zu kloppen. Und zwar die Ressourcen, die wir halt gerade sehen. Ich meine, ich könnte natürlich auch Strip Mining machen. Das habe ich ja irgendwo anders mal probiert. So, dann machen wir hier mal 4. Zack. Gehen wir wieder auf die Spitzhacke. Holen uns die Kohle. Doch mal wieder dich nehmen wollen. Zack, zack. So, dann machen wir dich weg. Dich weg. Und dich weg. Dann wärst du ja noch dran. Und zack. Würde ich dich vielleicht noch ein bisschen vorschieben und dich noch. Genau. Oh. Gut, dann würde ich hier vielleicht mal eine Fackel hinhauen. Dann haben wir nämlich Licht im Rücken. So, und dann können wir da eigentlich weitermachen. So, erstmal dich. Und dich. Da unten ist schon wieder ein Miesmonster. Autsch. So, gut. Dann würde ich dich gerne noch mitnehmen. Dich vielleicht. Boah, du kannst da oben bleiben. So, dann machen wir vielleicht hier nochmal den Rundgang. Den ich eigentlich ursprünglich vorhatte. Da hinten ist ja auch noch eine Höhle.
die ich ja auch noch muss. Also ich muss, ich komme da nicht drum rum. So, und dann ging es hier rüber und das wäre die Geschichte gewesen. Ah, da war ja noch was. Machen wir hier noch vier hin. So. Genau. Machen wir hier noch ein bisschen ein Loch rein. Okay. Sehe ich hier noch irgendwas? Eher nicht. Eher doch. Gehen wir hier wieder hoch. Weil wir jetzt in dieses schwarze Loch hier wollen. Okay. Dann laufen wir hier wieder auf dem Ding rum. Also dann würde ich hier vielleicht mal so sagen. So, und dann kann da oben wieder eine Fackel hin. So, dann würde ich dich ja mitnehmen und dich und dich. So. Wie gesagt, wir probieren es ja erstmal mit denen, die wir offensichtlich sehen. Und nur dann, wenn wirklich welche neu auftauchen, weil wir die offensichtlichen weggemacht haben, dann gehen wir weiter. Ah. Noch eine große Höhle. Ist ja alles nicht wahr. Okay, aber erstmal machen wir hier die Ressourcen weg. So. Ich was übersehen? Ich will jetzt gerade so ein bisschen nach oben gehen. Ich höre etwas, aber ich kann es nicht einordnen. Klang für mich eher nach Wasser. Könnte aber auch ein Lavamonster gewesen sein. So, dann setzen wir da nochmal eine Fackel hin. Und da nochmal eine Fackel und dann müsste man das hier ausgeleuchtet haben und ich habe keine Fackeln mehr. Zack, zack. Kohle hier. Zack. Zack, zack. Halbe, halbe. Ich könnte mir eigentlich. Ja, es wird gerade alles so ein bisschen knapp. Okay. Also. Dann würde ich mal sagen, gehen wir jetzt mal hier durch. Also gehen wir wieder zurück. So. Du kannst auch weg. Du behinderst meinen Flow. So, und jetzt sind wir hier wieder in so einem. Oh, eine Spinne. Wie gesagt, die droppen alle nichts mehr. Upsale, die Fackel wollte ich nicht wegschlagen. Weiß ich auch, was das war, dieses Geblubber. Das waren Spinnen. Ja, da falle ich wahrscheinlich rund. Aua. Zum Glück nichts passiert. Dann gehen wir erstmal nach unten. Zack. Okay, hier ist die Höhle zu Ende. Hier auch. Hier noch nicht.